Goedemorgen. Goedemorgen. Koffie? Ja. Nach einer erholsamen Nacht überqueren wir am frühen Morgen die Grenze nach Dänemark. Wir sind auf dem Weg zur Insel Rømøy, einer der kleinen Inseln Dänemarks. Die Insel ist über eine 9 Kilometer lange Brücke mit dem Festland verbunden. Auf der Insel leben nur wenige hundert Menschen, aber sie hat die breitesten Strände Europas, bis zu 2 Kilometer breit. Und sie können es mit ihrem Fahrzeug fahren, also Zeit für etwas Action. Da Els keinen Führerschein für Lastwagen hat, sind die breiten einsamen Strände eine schöne Gegend zum Üben. So, Rijles 1 van Els. We zijn weg, hè? Goedkom. Easy peasy. Easy peasy. Piece of cake. Lieve Ma, we zijn op vakantie en we denken toch ook een beetje aan jou. We zitten hier op een idyllisch plekje met de camper op het strand. Kijk maar. Het is fantastisch. Auf den ersten Blick scheint es nicht so, aber unter der dünnen Sandschicht befinden sich Straßenpfade, die mit Pfosten markiert sind. Von der Fahrtkante Menschen, aber gar nü da raus. Wenn Sie mit einem normalen Auto von diesen Straßen abweichen, besteht eine gute Chance, dass Sie im Sand stecken bleiben.
Zwei unglückliche deutsche Wohnmobilbesitzer wussten das nicht und hatten einen schönen Parkplatz gesehen. Aufgrund der Gezeiten wird der breite Strand alle 12 Stunden überflutet. Es ist also nicht erlaubt, hier zu übernachten. Und die Geschwindigkeit der Flut überrascht die Strandgäste oft. Was kann er tun dann? Lass ihn achteruit trekken. Justin, kann ich ihn achteruit trekken? Ich hoffe es. Also er filmt auch, das ist gut. Der Camper war völlig im Sand stecken geblieben und der Besitzer hatte nichts, um ihn zu reparieren. Ein Seil und 360 PS zogen den Wagen zurück auf den asphaltierten Weg. Die gute Tat des Tages wurde erneut getan. Wir fuhren weiter und fanden eine Farm, um die Nacht im Hof zu verbringen. En is het leuk? Ja. Heb je het naar je zin? Ja. Wat is het leukste wat we tot nu toe hebben gedaan? Ja. Wat hebben we al gedaan wat heel erg leuk was? We hebben eerst bij een andere vakantie. En daarna, ik ben nooit hier geweest. Oké. Dag maar. Doei ma. Maar nu heb je hem laten schrikken, hè? Ja. War nicht genug, um das neue Leben auf dem Bauernhof kennenzulernen. Es gab so viel zu tun und das Farmleben war so interessant, dass wir 4 Nächte dort verbracht haben. Aber in Dänemark gab es noch mehr zu sehen. Während einer der Haltestellen kamen alle Arten von schönen Autos neben uns auf dem Weg zu einem Festival für Spezialfahrzeuge. Wie lange?
Wir sind auf dem Weg nach Ebeltoft, um das Schiffsmuseum zu besuchen. Das Schiff von 1860 nahm am 9. Mai 1864 an der Schlacht von Heligoland teil. Die 5 Decks hatten Platz für 430 Besatzungsmitglieder und sind jetzt alle für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie können versuchen, wie Menschen auf einem Schiff schliefen, wie der Kapitän lebte, aber auch, was der Schiffsarzt manchmal tun musste. Sie können drinnen gehen und draußen herumlaufen. Das Schiff ist in ausgezeichnetem Zustand und einen Besuch wert. Über eine lange, schmale Straße fuhren wir zur Spitze der Halbinsel Sletterhage Fähr. Mit dem Meer auf drei Seiten wollten wir dort die Nacht verbringen. Dit is dag 19 van de push-up challenge. We hebben net achter ons bruinvissen gezien uit het water. Misschien als je goed kijkt terwijl we bezig zijn, zie je ze misschien weer naar adem happen. Hele mooie dag. We zijn op het puntje ergens van een schiereiland in Denemarken. En achter ons staat een hele grote vuurtoren. Maar eerst 19 keer de push-up. En daarna vertellen we verder. Oh, ik ben benieuwd. Diep. En goed opletten naar de bruinvissen. Komt die dan? 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de laatste. 19. Mijn vader heeft het net gered. Dankjewel. Hebben jullie nog bruinvissen gezien? Nou, wij gaan lekker genieten. Doei! Doei! Am nächsten Tag noch eine lange Fahrt. Wir wollten ins Mosgaard-Museum in Aarhus. 28 van de push-up challenge bij het Mosgaard Museum in Denemarken. En we zijn hier met de camper. Alweer. Komt ie. 1. 2. 16. Kom op jongens. 17. Kom op. 18. 18. Kan het niet. 19. Diemen. 20. Niet gehaald. Morgen weer. Ik heb het wel gehaald. Jammer. Dies stellte sich als das schönste historische Museum heraus, das wir bisher besucht haben. Am Ende dieses Tages parkten wir den Lastwagen außer Sichtweite auf einer Weide in der Nähe eines Bauern. Wir wussten damals nicht, dass wir in unserer nächsten Folge jemanden treffen würden, der etwas Besonderes ist.